Ja, wir müssen auch wirklich noch nach hinten. Als erst bauen wir da mal die Deiche fertig und dann gehen wir nach hinten. So. Da ist alles fertig gebaut, da fehlen nur Getriebe auch. Getriebe produzieren wir aber da jetzt eh hoffentlich ausreichend. Wir brauchen halt massenweise Planken. Wir kommen wahrscheinlich mit der Plankenproduktion nicht ganz hinterher, weil wir nicht genug Holz haben oder irgendwas. Ne, sollte sogar hinterherkommen. Ja, stimmt, da haben wir eh noch ein bisschen Holz, was gefällt werden kann. Oh, das Observatorium ist fertig. Perfekt, das heißt, die Erfinder hier können wir entfernen. Sieht einfach so geil aus, das Gebäude. Ich mag es einfach, optisch her. Wir werden später hier nach hinten noch eins verlegen. Also hier auf dem Berg rauf. Auf der Spitze einfach nochmal ein Observatorium. Nur für die Optik nachher. So, Hütte, Doppelhütte. Also Hütte haben wir noch Platz in irgendeiner. So, wir können nachher noch mehr Wohnraum schaffen. Das machen wir mit ganz normalen Hütten, würde ich jetzt sagen. So, die Vogelscheuche können wir freistellen, brauchen wir Papier und die Biberstatue können wir auch holen. Aber dafür fehlt uns die Forschung. Ah, ich übersehe einfach sowas so schnell. Ich bin zu klickfreudig. Das Spiel ist auch so geil einfach. Es frisst zwar so viel Zeit, weil je nachdem, wie weit du kommen willst, dauert einfach eine Runde halt ein paar Stunden und je nachdem, wie schwer du hast, umso langsam ist halt der Anfang dran. Aber es ist einfach so angenehm zu spielen. Aber wir haben noch 10 Tage Dürre und wir haben noch 1000 Wasser. Im Hauptdistrikt sind 700 Wasser, das wird sich nicht ausgehen. Wir werden auf jeden Fall Bibersterben haben. Wir müssen aus dem Distrikt wahrscheinlich nachher Wasser nach rüber schicken. Hier setzen wir das Limit, dass wir immer 20 Wasser haben wollen. Richten wir auch ein, dass man von dem Distrikt das hier jederzeit rüber schicken kann. Dass er automatisch ausgeglichen wird, falls eine Dürre ist. So, da müssen wir nochmal das Wasser rausrennen lassen, nur damit unsere Beeren nicht vertrocknen. So, jetzt ist der Timer hier wieder zurückgesetzt. Stellen wir es auf 0 runter. Da verlieren wir halt jetzt auch gleich das Wasser wahrscheinlich wieder. Können wir da noch das Wasser hier einfach wegpumpen, damit wir mehr auf Lager haben? Ah, da haben wir eh auch zwei Leute, Biber, die nachher es rüberbringen können. Ah. Aber ich werde wahrscheinlich nach der Dürre wieder für heute beenden müssen.
Nur damit du mal Bescheid weißt oder wisst. Wir haben da 300 Wasser. Oh, aber hat sich ja nur 20 Wasser geliefert bekommen. Beeren setzen wir auch auf 20. Karotten auf 20. Die Holzscheiter setzen wir noch um. Planken auf 10. Grillkartoffeln setzen wir auch auf 20. So. Der Distrikt hat einfach so viel Wasser und keine Biber. Nur was sie es rübergeliefert haben. Das Problem ist, es ist zu weit weg. Die Aufgabe stellt es, als dass ich das Wasser zurückholen kann ohne Probleme. Verdammt. Warum können die keine Güter verteilen? Die haben ja eine Verbindung darüber. Das war einfach nur ganz kurz was. So, ja, es wird halt wahrscheinlich wirklich sein, dass uns der hier der große Distrikt einen kleineren Schaden nehmen wird. Und wir nachher mit dem Distrikt neu bevölkern müssen. Weil die werden wahrscheinlich überleben, die haben ein bisschen mehr Wasser pro Biber. Es wird halt wahrscheinlich wirklich schwer werden, aus einem kleinen Distrikt nachher den großen Distrikt wieder zu bevölkern. Haben wir da noch ein Wohnhaus dazu, dann kriegen wir vielleicht ein paar Jungtiere in einem kleinen Distrikt. Dann können wir vielleicht einfach nur schauen, dass wir es leichter bevölkern können, wenn wir Jungtiere haben in den restlichen Distrikten. Da haben wir an sich alles aufgefüllt, außer dem Verteilzentrum und der Bauarbeiterunterkunft passt. Dürfen wir wieder Bauarbeiter haben, ja. Beziehungsweise müssen wir nachher eh gleich alles postieren, wenn sie gestorben sind, die Biber. Es könnte sogar sein, dass wir es verlieren jetzt. Oder warte, schicken wir da jetzt. Und wir wollen 200 Wasser hier haben. Dann schicken wir jetzt aus dem ersten Distrikt unser ganzes Wasser rüber, damit die auf jeden Fall überleben. Dann töten wir nur den ersten Distrikt wirklich ab. Da haben wir auch hier unten nochmal notfalls ein bisschen Wasser. Nahrung sollen es auch mehr haben, sagen wir so 50. 50 und 50.
Sollte noch ein bisschen was rüberliefern an den von den Bären. Okay, erster Distrikt ist leer. Da haben wir kein Wasser mehr. Jetzt haben wir nur mehr in dem was Distrikt Wasser. Und halt hier oben, wo man nichts damit anfangen kann. Der Distrikt hat auch 20 Wasser, okay. Dann können wir auch von hier zwei rüber migrieren. Weil Nahrung haben wir, Wasser haben wir auch ein bisschen was. Und wenn es nachher hier in die Pumpen reingehen, haben wir auch von Jobs her alles abgedeckt. Verteiler brauchen wir überhaupt nicht da. Okay, ein Holzfäller. Das geht noch. Da wären wir bei einem Bauer fast schon lieber. Den hier geht auch das Wasser schon aus. Und hier verdursten unsere Biber jetzt. Jetzt, wo wir unsere ganzen Wasserspeicher fertig gebaut hätten, beginnen unsere Biber natürlich zu sterben. So. Jetzt müssen wir nachher nur schauen, dass wir immer da Arbeitslose haben, das für den Fall, dass irgendein Biber überlebt, dass wir Jobs nachbesetzen können sofort. Dass die wichtigsten Sachen automatisch nachbesetzt werden. Wie zum Beispiel unsere ganzen Pumpwerke. Gott, die Farms können wir alle passieren, die sind nicht so wichtig. Bärensammler sind wichtig. Die Triebe lassen wir. Das reagieren wir. Der Distrikt ist am Sterben. Der Distrikt. Fuck, die werden auch nicht überleben. Die zwei könnten knapp überleben. Ah, es kann sein. Ist gut möglich, dass wir jetzt das Spiel verloren haben, wenn uns das Wasser ausgegangen ist. Weil der Distrikt ist gleich tot. Die einzigen Lebensmittel, die wir jetzt auch großartig haben, sind die Beeren noch. Weil unsere ganzen Karotten, also unsere ganzen Pflanzen nicht vertrocknet sind. Und das, obwohl wir jetzt die ganze Zeit am Ende nur mehr Wasserspeicherprojekte gebaut haben, um mehr Wasser zu kriegen. Es ist gut nämlich, dass wir das Spiel wirklich komplett geschmissen haben. Alle leer. Dann können wir das machen. Hier unten haben sie wenigstens noch halbwegs ein schönes Leben. Müssen aber jetzt noch 2,7 Tage durchhalten. Also, ja. Wenn sie das durchhalten würden, könnten wir von da nachher Wasser herumschicken. Ich muss von oben welche nachschicken wieder. 2 Stück.
weil hier unten ein Biber gerade gestorben ist an Altersschwäche. Wir brauchen mindestens zwei Biber, damit wir also mit sich vermehren können. Sammler, es gibt keine Bären mehr, stimmt. Die haben kein Wasser, das heißt, jetzt verdursten die auch. Und die haben nur mehr minimal Wasser. Komma 1,8 Tage Dürre noch und wir haben 20 Wasser. Für drei Biber halt, das könnte sich ganz knapp ausgehen. Weil am Anfang hat man ja immer 4-tägige Dürren und hat gerade mal 30, 40 Wasser auf Reserve für 10 Biber. Ist halt nach ihm extrem knapp. Wir haben 14 Biber insgesamt noch. Im Hauptdistrikt haben wir noch ganz wenige, die sich irgendwie noch am Leben halten. Einer im Bauernhaus. Großteils aber in Wasserpumpen sind sie. Also im Sägewerk. Da ist jetzt einer drin. Ah, soll er drin bleiben? Großartig bringt ja eh nichts, wenn man ihn wegnimmt aus dem Sägewerk. So, wir haben 11 Biber. Einen halben Tag haben wir noch in die Dürre. Es wird das reinste Chaos jetzt noch gleich. Weil wir müssen jetzt so viel Wasser produzieren in kurzer Zeit und müssen Nahrung produzieren können. Das heißt, wir brauchen mindestens einen Bauern und brauchen wir zwei bis drei Biber, die Wasser produzieren. Und dass nachher genug Wasser produzieren, dass wir auch überleben können, Dürre danach wieder. Von alle Jungtiere, die wir jetzt nachher bekommen werden, jetzt während wir Wasser haben, würden erst verarbeiten können, wenn die Dürre eingesetzt hat. Die nächste. So. Zehn Wasser haben wir noch, passt. Sind auch nur mit zwei Biber, aber. Verdammt. Ist wieder einer an Altersschwäche gestorben. Nein, verdurstet aber. Obwohl hier in dem Distrikt ja keiner verdursten sollte, wenn wir Wasser haben. Aber ein Jungtier wurde geboren. Könnte unsere Rettung sein. Das Jungtier. So, aus dem Distrikt schicken wir alle in unseren Hauptdistrikt. Keine im Distriktzentrum, bitte. Was? Zwei Wasserpumpen. Obwohl wir einen in ein Bauernhaus reinbrauchen. Passt optimal. Lässt sich auf Karotten fokussieren. Vielleicht schaffen wir es jetzt irgendwie aus drei Bibern wieder eine alles so aufzubauen. Frage ist nur, wo wohnen die drei Biber? Damit ich weiß, wie alt die sind. Weil wenn sie jetzt nachher 80-Jährige sind. 72. Verdammt. Die sind zu alt. Die werden in den nächsten Jahren sterben.
Die werden viel zu früh sterben, die 72er. Und jetzt kommt vor allem schon die nächste Dürre wieder. Wir bräuchten einfach so viel mehr Jungtiere jetzt. So, wir haben was angesetzt. Hast jetzt ein Sammler drüben geworden. Genau, was ich wollte an sich. Ist dann, da mussten wir entfernen und neu setzen. Hier haben wir zumindest schon mal 60 Wasser hier wieder. Da, das Haus war uns. Wie lange braucht er noch? Also sobald er 5 Tage alt ist, wird er in die, also arbeiten gehen können. Also in 5 Tagen ist er erwachsen. Okay, wenigstens haben wir seine Wachstumsgeschwindigkeit erhöht. Aber der Rest bringt nichts bei. Also wir müssen Spaßsachen bauen, damit er irgendwelche Effekte nochmal hat auf Wachstumsgeschwindigkeit. Okay, wir haben jetzt 80 Wasser. Für 3 Biber ist das Ewigkeiten, die wir damit aushalten würden. Nur ist es trotzdem wenig. Wenn wir bedenken, dass es. Es wird auch hoffen, dass wir mehr Jungtiere bekommen jetzt noch in der Dürre. So. Der sollte bald ausgewachsen sein. Und sobald der, solange die anderen zwei nicht sterben, nochmal ein oder zwei Jungtiere bekommen, können wir das sogar überleben. Aber warte, das müssen wir aufstauen. Werd doch endlich erwachsen. Okay, 22-tägige Dürre jetzt. Ah, wir haben ein Biber, einen Erwachsenen. Und mit etwas Glück bekommen wir nochmal ein oder zwei Jungtiere dazu von den Älteren. Und sonst haben wir einen Jungen, von dem wir produktionstechnisch alles bekommen können. Nur, jetzt müssen wir schauen, dass wir ihn in ein anderes Pumpwerk bekommen. Den einen Biber. Am besten in eins von den oberen. Also hier oben in eins, damit wir zuerst hier oben das Wasser wegpumpen und das später nachher das heruntere. Es wird jetzt anstrengend, dass wir das hinbekommen. So, jetzt ist er zum Förster geworden. Das brauchen wir auch nur an. Jetzt hat den Grill genommen. So, jetzt ist hier der Sammler. Verteilzentrum gegangen.
Jetzt in der Wasserpumpe. Okay, eh. Ist halt die, die am weitesten weg ist, aber. Zumindest schon mal etwas. Okay, die sind 76. Haben Sie bitte noch mal ein Jungtier? Weil Fruchtbarkeit, die Buffs haben sie ja eh beide. Ich brauche ein Jungtier, verdammt nochmal. Wasser Wasserhammer. Da oben ist auf jeden Fall auch nochmal so, sind so viele Beeren, die einfach dauerhaft wachsen. Okay, wir haben noch ein Jungtier bekommen. Das heißt, in 4 Tagen ist das wieder ausgewachsen. Dann haben wir zumindest zwischen den zwei Jungen die Möglichkeit, dass sie ausreichend Jungtiere produzieren, damit wir überleben. Noch besser wäre es natürlich, wenn die Älteren nochmal einen zusätzlichen haben, also ein Jungtier nochmal bekommen. Aber ja, jetzt haben wir zumindest mal, wissen wir, wir überleben, solange wir Nahrung und Wasserversorgung aufrechterhalten können. Ah, verdammt, war das jetzt der Horror? Ah, oh, verdammt. Ich hoffe halt wirklich, dass wir es irgendwie überleben können. Wir haben jetzt nur gerade das Überlebenswichtige am Laufen. Der nächste Biber, den wir bräuchten, wäre wieder in der Wasserversorgung, würde ich vermuten. Oder beim Holz, damit wir gegrillte Produkte herstellen können. Obwohl wir da eh nichts ernten. In die Richtung. Ah, verdammt. Ja. Ich würde aber sagen, ich höre jetzt noch einfach jetzt mitten in der Dürre auf für heute. Morgen schauen wir, morgen und vielleicht heute am Abend, schauen wir, dass wir das da weitermachen. Und dann schauen wir vielleicht, dass wir eine Population von 20 Bibern wieder hinbekommen. Damit wir einfach die Hälfte der Wasserpumpen besetzt haben und ein paar Farmen. Also dann, ciao Leute und vielleicht bis später oder bis morgen.